Ich grüße dich. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich heiße dich ganz, ganz herzlich willkommen zu meinem ersten Video von Botschaften vom Licht. Ich bin am Morgen am See und habe es eigentlich direkt aufgenommen und das dann so mit dir teilen. Das Treppeln ist übrigens mein Hund. Ich habe es mit dir teilen, aber Bise ist dermaßen laut war, dass ich es nicht brauchen konnte. Darum mache ich es jetzt hier in meiner Küche. Die Botschaften vom Licht sind natürlich nicht nur für mich, sondern sie gehen uns alle an. Wie du weißt, leben wir in einer enorm aufregenden Zeit. Das Aufregende, das kann man positiv nehmen, das kann man auch negativ nehmen. Sie sagen, dass die Münze vom Corona, dass sich das wirklich so im Minutentakt dreht und viele eigentlich nicht mehr wissen, wo sie hinschauen. Tun sie den Fokus auf das Leid, das der Virus bringt, oder tun sie es auf das Positive? Und die geistige Welt tut es wirklich darum beten, dass wir den Fokus lassen oder immer wieder auf das Positive legen. Selbstverständlich, ohne dass wir das Mitgefühl für die andere Seite der Münze, dass wir das hinter uns lassen. Das ist nicht der Sinn. Wir sind immer auch im Mitgefühl für denen, wo es nicht gut geht. Sie sagen, wir haben jetzt im Moment wirklich ganz eine enorm schöne, wichtige Lektion, die wir lernen dürfen. Und zwar ist es, sie sagen, die heilige Lektion vom Teilen. Mit Teilen meinen sie, dass wir uns und unsere Talente mehr noch einbringen. Also, dass wir das Talent, das wir haben, vielleicht vom Zuhören, das Talent vom Trost spenden, das Talent vom Freude und Humor und Leichtigkeit verbreiten, aber auch das Talent von Vision, Inspiration, Innovation, dass wir das alles jetzt dürfen teilen mit den anderen, die dankbar sind. Also sie haben mir das so gezeigt und sagen, so jetzt in dem Moment sind es so wie die Puzzleteile, die jetzt so zusammenfinden, dass schlussendlich ein Bild entstehen darf. Also, sie werden dich wirklich dazu ermutigen, jetzt dein Herz aufzumachen in der Freude und rauszugehen und dort, wo die Hilfe gefragt ist, dass du dich dort einbringst, mit deinem Talent, sodass neue Bilder entstehen dürfen. Weil viel geht ja jetzt weg, bricht weg. Und es ist jetzt in dem Fall auch Zeit auf dieser Seite der Medaille, dass Neues entstehen darf. Und da darfst du wirklich ein Anteil sein davon. Sie sagen, warum ist es eine heilige Zeit vom Teilen? Weil es ist wie eine Art eine Lektion, also sie zeigen mir, es ist wie der nächste Step auf dieser Stufe, wo wir ja alle aufwenden zu unserer spirituellen Entwicklung. Es ist darum heilig, weil das, was wir geben, soll aus tiefstem Herzen in der Freiwilligkeit kommen. Das heisst, nichts erwarten vom Gegenüber, also auch sonst nichts erwarten. Ich gebe etwas und ich erwarte, dass die Person auch etwas Gutes tut für mich. Also kein Mehrwert im Weltlichen, aber auch nicht spirituell. Also einfach absolut rein sein von jeglicher Erwartung und das Bedingungslose geben. Das Bedingungslose geben, das ist das, was wir jetzt lernen dürfen, was ganz, ganz wichtig ist. Und wenn wir das jetzt machen, dann kommen nicht nur mehr, sondern auch, sie sagen wirklich auch, zukünftige Generationen können von dem profitieren, von der Freiwilligkeit. Schöne geben, schöne kreieren in der Freiwilligkeit. Einfach in der Hoffnung und in der Intention, dass etwas Wunderschönes daraus entsteht. Ich habe zudem noch eine Nachricht, und das hat mich sehr, sehr gefreut, schon Morgen, als ich es gehört habe, weil ich selber persönlich in meinem Umfeld, aber auch von Klienten, Menschen darunter haben, die
die Single sind, die sich jetzt einfach noch mehr einsam fühlen. Und auch da gehen wir offenbar in einer neuen Zeit entgegen. Und ich freue mich enorm, dass ich dir das so sagen darf. Also wenn du nicht selbst betroffen bist, lass bitte, bitte teilen mit denen, die auf der Suche sind. Es ist so, jetzt durch die neue Zeit und neue Wege sich auftun, findet auch, es ist wie so, sie zeigen mir wie so die düsteren alten Schlossmauern, die sind wie zusammengebrochen. Und jetzt finden die Seelen den Weg zueinander. Also sie haben am Morgen gesagt, dass eins zum anderen wird finden und dann sind es zwei. Und aus diesen zwei wird wieder eins. Das heisst also, dass jetzt wirklich die Seelen dürfen zueinander finden, wo sie sich gesucht haben. Und das freut mich enorm und ich freue mich sehr, 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 dass ich die Botschaft geben darf. Also bitte, bitte, die auf der Suche sind und schon verzweifelt sind, bitte du es mit denen teilen. Das ist das, was ich heute empfangen habe, was ich dir weitergeben durfte. Du siehst, es gibt ganz viele schöne, gute Nachrichten. Und ich hoffe sehr, dass die Botschaft dein Leben bereichert, dass die Botschaft, die ich geben durfte, dass das Segen und Glück in dein Leben und in dein Herz bringt. Ich wünsche dir eine wunderbar leicht und freudvolle Zeit. Und wenn du irgendwie noch etwas kommentieren willst oder du vielleicht auch Sachen kannst bejahen, wo du da drinnen gefunden hast, dann freue ich mich sehr. Wie gesagt, ich wünsche dir eine wunderbar schöne und glückselige Zeit. Fühl dich umarmt, geliebt und gesegnet.